Moin, liebe Freunde des CNC-Fräsens. Heute wieder mal ein kleines Update zu meiner Kamera-App und der Montage an der Fräsmaschine. Ihr seht hier POM-Teile, das sind diese hellen Teile. Ich habe eine 21 mm POM-Platte zu Hause und deswegen habe ich das aus dieser Platte gemacht. Hier ist die Kamerahalterung. Hier unten drunter ist das Objektiv und auch ein Ringlicht. Hier ist eine Plexiglasscheibe, die werde ich nächste Woche noch lasern. Und hier oben, das ist eine Halteplatte, da kommt der USB-Anschluss rein. Und hier kommt noch ein Schalter zum Ein-Ausschalten. Hier vorne in den Klotz kommt dann die Höhenantastung, die habe ich noch nicht geplant. Kommt einfach eine Stange rein, also wie das der Armin auch gemacht hat. Ich werde es aber ohne Steuerung machen, also ich werde einfach eine LED reinhängen. Und dann gucken, wenn die leuchtet, dann habe ich eben das Z-Maß erreicht. Ich zeige euch zunächst mal ein paar fertige Schritte, also von der Halteplatte hier hinten, von diesen POM-Teilen. Und danach seht ihr dann die Kamera auf der Maschine im Einsatz. Es hat sich noch eine Änderung ergeben, also ich habe die ganze Zeit auf meinem großen Rechner mit der 4K-Kamera gearbeitet, dafür auch die App optimiert. Dummerweise kam ich dann an meinen kleinen Rechner an der Maschine und er hat gesagt, nee, das mache ich nicht, also das war zu viel für ihn. Und deshalb musste ich dann nochmal die App auf die kleinere Kamera, also auf die 5-Megapixel-Kamera optimieren. Und die 5-Megapixel-Kamera, die seht ihr dann auch gleich im Einsatz. Und dann legen wir los, viel Spaß bei diesem Video. Thank you.
Ich zeige euch jetzt noch ein paar Bilder von der Kamera. Auf dem Schraubstock bei mir liegt jetzt so eine Folie mit Skalierung. Ich habe jetzt hier den Faktor 0,5 eingestellt, gehen wir vielleicht mal auf Faktor 1. Und ich kann euch mal zeigen, wie jetzt ein Zehntelschritt aussehen würde. Ich verfahre jetzt mal ein Zehntel, ihr seht da auch rechts an der Anzeige dann hier oben in der Achse, wenn sich was bewegt. Also das wären jetzt die Zehntelschritte. 1, 2, 3. Und jetzt gucken wir mal, wie die Hundertstelschritte aussehen. Also guckt wieder oben in der Anzeige. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also man kann sie auch erkennen. Ist natürlich nicht so gut wie bei der 4K-Kamera. Da hatte ich fast dreimal so viele Pixel pro Millimeter. Aber es geht halt eben bei diesem kleinen Computer nicht besser. Der kommt mit der 4K-Kamera nicht klar. Mal wieder zurück. Was vielleicht auch noch interessant ist, in welchem Bereich man die Tiefenschärfe hat. Ich fahre jetzt in Z einfach mal ein Stück hoch, bis es unscharf wird. Oh, das war jetzt leider X. Müssen wir mal umschalten auf Z. So, jetzt ist es auf jeden Fall schon unscharf. Man sieht auch, dass die Größe sich ein bisschen verändert. Also wenig, aber ein bisschen. Wenn ich jetzt reinfahre, seht ihr, dass das Bild ein bisschen größer wird. Also ungefähr ab hier würde ich mal sagen, ist es einigermaßen scharf, bis ja, hier fängt es wieder an unscharf zu werden. Das sind jetzt knapp 2 mm in dem Bereich, in dem es scharf ist. Und damit man da natürlich immer die passende und gleiche Höhe hat, werde ich dann noch genauso wie der Armin eine Höhenantastung anbringen. Das zeige ich dann aber im nächsten Teil. Was man auch gut überprüfen kann, ist, ob die Spindel Umkehrspiel hat. Also ich fahre jetzt vielleicht mal ein Zehntel, das sieht man ganz gut in der X-Achse. Also ich fahre ein Zehntel rüber und ihr seht, das Zehntel ist gefahren. Ich fahre ein Zehntel zurück und auch da sieht man einen ganz kleinen Sprung. Auch in der Hundertstel-Ebene, ich fahre plus ein Hundertstel, ist ein kleines Stück rüber gefahren. Ich fahre wieder zurück. Die Spindeln sind bei mir spielfrei und das kann man ganz gut mit dieser Kamera auch sehen, ausmessen. Wenn ihr jetzt Endmaße nehmt, könntet ihr auch eure Achse vermessen, das heißt gucken, über welchen Bereich sie genau ist. Müsst ihr die Endmaße aneinanderlegen und dann kann man genau gucken bei der Kante, stimmt denn meine Spindel auch. Jetzt seht ihr nochmal eine Kamerafahrt über ein 10 mm Endmaß. Und am Ende stelle ich dann auch nochmal Helligkeit und Kontrast ein. Ich zeige euch jetzt mal, was für eine Auswirkung das Licht auf die Kantenerkennung hat. Ihr seht jetzt, ich habe zurzeit nur hier oben die Lampe direkt bei der Kamera, da ist ein Ringlicht eingebaut. Das ist eingeschaltet und wenn man jetzt auf das Bild guckt, denkt man, man steht zu weit unten. Ich kann jetzt die mal ausschalten, die Lampe, das kann ich über das Handy machen. So, die Lampe ist ausgeschaltet und jetzt denkt man schon, ja, es ist schon ein bisschen dichter dran an dieser Kante. Und jetzt werde ich nochmal eine zweite Lampe einschalten, zwar diese hier. Und dann werdet ihr sehen, dann sieht man die Kante nochmal deutlich schärfer. Also bei dem Licht kommt es auch wirklich darauf an, aus welchem Winkel das auf die Kante fällt, um die Kante genau zu erkennen. In dem Fall ist es ohne das Ringlicht und mit der seitlichen Beleuchtung deutlich besser. Zu viel Licht an der Maschine kann die Kantenerkennung negativ beeinflussen. Das Ausmessen von Bohrungen ist natürlich auch recht einfach mit der Kamera. Ich fahre jetzt mal so in die Mitte grob, ziehe dann mal den Durchmesser so ungefähr auf den Durchmesser von der Bohrung. Und wir gucken mal, auf welches Maß wir hier kommen. Ja, es ist sehr wahrscheinlich eine 4 mm Bohrung.
wahrscheinlich sogar 4A7 Bohrung. Und wir können jetzt sehr gut den Mittelpunkt herausfinden und jetzt natürlich auch wieder den Nullpunkt setzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier y auf 0 setze, dann würde jetzt hier der korrekte Wert eingesetzt werden. Da darf natürlich jetzt nicht 0 stehen, weil wir haben ja noch den Versatz von der Kamera zur Spindelachse. Wenn ich den Abstand messen will zwischen den beiden Kanten, dann fahre ich einfach hier mal rüber. Komme da auf die Kante, können jetzt meine Y-Achse nullen, fahre dann runter und könnte dann hier gucken, welches Maß habe ich denn jetzt da in Y-Richtung. Bei Abmessungen, die schlecht zu messen sind, kann die Kamera natürlich auch helfen. Zum Schluss noch ein kleines Fazit. Die leistungsoptimierte Kamera-App für die 5-Megapixel-Kamera läuft auf meinem alten Mini-PC stabil. Das funktioniert schon mal ganz gut. Das Ringlicht im Kameragehäuse hat mich bisher noch nicht so richtig überzeugt. Vielleicht ist da eine Lampe mit einem Schwanenhals, die man in alle Richtungen verbiegen kann, die bessere Lösung. Die Auflösung mit knapp 100 Pixel pro Millimeter ist sehr wahrscheinlich ausreichend. Also ich kann die Hundertstel Schritte erkennen. Jetzt noch ein kurzer Ausblick, wahrscheinlich erstmal zu dem unproblematischen Teil. Also ich muss noch das Plexiglas fertigen. Es muss noch ein 3D-Gehäuse gedruckt werden. Und auch die Höhenantastung sehe ich als eher unproblematisch. Was ich noch zeigen muss, ist, ob die Kamera sich verstellt. Also durch die Schwingung an der Maschine bei der Bearbeitung könnte es ja passieren, dass die Kamera sich verstellt. Und das wäre natürlich ein No-Go für die Nullpunktermittlung von Werkstücken. Das Ausmessen von Werkstücken wird immer noch funktionieren. Aber wenn der Nullpunkt sich verschiebt, also die Achse von der Kamera zur Achse von der Spindel sich verschiebt, dann wäre es für diesen Zweck natürlich unbrauchbar. Da fehlt mir jetzt noch die Erfahrung und das wird dann die Zeit zeigen, ob die Kamera bei mir zum Einsatz kommt oder ob es doch wieder mehr auf den 3D-Kantentaster hinausläuft. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's schon wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Anton. Ciao.